Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einem kleinen, Infovideo zum Thema Kryptos, weil ich wurde gefragt unter den Kommentaren zum letzten Video, wie kauft man Kryptos? Jo, eigentlich ganz einfach. Man geht auf eine Plattform dafür, Leute. Und da gibt es verschiedene. Ihr könnt das über den PC machen, ihr könnt das übers Handy machen. Und da gibt es einfache und komplizierte. Ich sage jetzt mal, ich zeige euch heute drei Seiten, auf denen ich selber schon tätig war, wo ich echt Erfahrungsberichte weitergeben kann. Fangen wir gleich mit der Nummer 1 an. Bam! Und ich bin überlichtet. Und zwar wegen Bitbanda. Bitbanda hat gewisse Überweisungsgebühren, was relativ hoch sind, sagen die Leute, aber für mich nach wie vor die einfachste Plattform und übersichtlichste Plattform in meinen Augen. So fühle ich das. Ich habe das auch auf dem Handy drauf, auf dem PC mache ich noch nichts, das ist auf dem Handy eine App und das ist ganz einfach. Also das ist so batschen einfach. Also loslegen tut man natürlich, man meldet sich an. Du musst dich anmelden, du musst dein Konto verifizieren, sprich dein Pass fotografieren und Video von dir machen, und das ist wirklich ganz, ganz genau gemacht, weil natürlich es geht um einen Haufen Geld. Und deshalb wäre auch gut, wenn da die Sicherheit geboten wäre, und die Sicherheit haben sie da. Achtung, ihr werdet auch gefragt, was ihr verdient, was ihr auf Seite habt, wie viel ihr investieren wollt und bibabo. Das ist einfach ganz normal, weil die wollen ja wissen, ne? Dann kann auch passieren, wenn du auf einmal sehr, sehr viel Geld drauf haust, dass die dein Konto einfrieren und mal nachfragen, wo hast du das Geld her? Schutz vor Schwarzgeld, ne? Ganz klar. Und das ist natürlich für viele Leute nicht so geil. Und das sagen viele, was? Bitbanda friert mein Konto ein? Ja, Leute, die haben auch ihre Richtlinien. Und da, ja, ist halt so, ne? Also für mich Bitbanda super übersichtlich, super angenehm. Und ich vertraue der Seite wirklich, wirklich sehr. Weil, ja, ist ein österreichisches Unternehmen. Läuft, ne? Nee, aber ihr vertraut der Seite. Wenn ihr angemeldet seid, Leute, ihr könnt einzahlen über Überweisung, über Visa oder halt Kreditkarte. Es gibt echt, echt viel. Easy. Ihr drückt unten aufs Plus. Ihr könnt dann sagen, jo, ich will jetzt um 500 Euro reinzahlen. Dann habt ihr 500 Euro oben und die tauscht ihr dann um in Bitcoin oder Ethereum oder Cardano oder was euch gefällt. 100 Euro da, 20 Euro da. Egal. Also ihr könnt das einfach splitten, wie ihr wollt, und wenn ihr nicht mehr wollt, dann geht ihr einfach auf Verkaufen. Dann ist das weg und das Geld ist wieder auf eurer Euro-Wallet drauf. Und dann könnt ihr einfach wieder zurückverweisen. Achtung aber, wenn zum Beispiel ein Cardano aktuellen Wert hat von 1,10 Euro, ihr kauft diesen, dann kauft ihr den nicht für 1,10 Euro, sondern für 1,12 Euro zum Beispiel. Und wenn ihr den jetzt verkaufen würdet, der steht bei 1,10 Euro, verkauft ihr ihn nicht für 1,10 Euro, sondern für 1,08 Euro. Also sie haben immer eine gewisse Spanne drauf, wo sie euch halt doch ein bisschen abknuspern, ne? Und schon einen guten Kuchen für sich mitschneiden. Das müsst ihr wissen, denn hier einfach traden, reingehen, ein bisschen bis rauf geht und rausgehen und wieder reingehen und wieder rausgehen, da fressen euch die Gebühren, das könnt ihr vergessen. Die Seite ist in meinen Augen eher zum Hodeln, sprich man legt 100 Euro, 1000 Euro, 10.000 Euro oder was an und lässt ein Jahr liegen. Nach einem Jahr schauen wir, wie es ausschaut. Das ist meine Hauptseite, wo ich drin bin, Bitbanda. Was auch noch sehr, sehr geil ist und auch zum Traden ganz gut, Binance. Binance ist eigentlich die größte der größte Markt. Da auch anmelden natürlich mit den ganzen Bibabo, was alles dazugehört, und dann kann ich auch traden. Ist aber ein bisschen kompliziert aufgebaut, aber man kommt leicht rein. Also es ist jetzt nicht kompliziert. Zu Bitbanda eher kompliziert, aber es ist auch einfach. Es geht. Es geht wirklich gut, Leute. Also Binance, eins der größten Plattformen, wo auch anmelden, und ihr seht Ein- und Auszahlung jederzeit bequem. SEPA, Visa, Klarna. Man kann echt viel machen. Man hat echt sehr, sehr viele Fakten, was einem um die Ohren fliegen. Ist geil. Ist auf jeden Fall ganz geil. BNB ist ihre Währung, so wie bei Bitbanda. Bitbanda Ökosystem, deren Währung ist. Aber das ist eure Sache, ob ihr die nehmt oder nicht, ne? Ihr Bitcoin, Ethereum, der geht rauf wie nix, oder? Schau mal an, Ethereum. 2400. Mega geil. Mega geil. Freut mich mega. Binance, Riesenseite, wenn ihr traden wollt und nicht hodeln wollt, sondern traden wollt, da sind die Gebühren ein bisschen niedriger, was ich mitbekommen habe. Ganz geil. Wenn ihr jetzt noch eine Stufe krasser wollt, aber dafür mit Mega Support, muss ich echt sagen, Mega Support, 101 Invest.
Ist natürlich keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt, Leute. Aber 1&1 Invest hat mich dahingehend echt, ja, wie soll ich sagen, überzeugt. Wenn man sich anmeldet, muss man gleich schon eigentlich Geld drauf zahlen. Also muss gleich schon 250 Euro, 500 Euro, 1000 Euro, was ihr wollt, ne? Zahlt ihr ein und ihr meldet euch an. Ihr gebt eure Telefonnummer ab und hin und her, ne? Dann meldet sich schon jemand bei euch und sagt, hey, alles klar mit Anmelden, brauchst du Hilfe? Bei mir hat sich dann eine Dame gemeldet und die hat gesagt, hey, brauchst du Hilfe, kommst du klar? Schau, da kommen die Fragen hin und her, bibabo, ne? Und sie dürfen dir nicht wirklich Tipps oder was geben, weil sie werden natürlich von Finanz und bibabo überwacht. Aber sie geleitet dich durch den Anmeldedschungel durch. Man fühlt sich gut aufgehoben. Dann fragt sie, ob es passt, wenn dich dann ein Betreuer anruft, wegen Sätzen und so weiter und so fort, ne? Das habe ich gemacht, Leute, und der Mensch, das war der Philipp, der Mensch war wirklich sehr, sehr engagiert und sehr, sehr nett. Klar wollen die, dass du da viel Geld reinlegst und klar bekommen die auch da irgendwelche Provisionen oder was. Da braucht man uns nichts vormachen, wir sind ja nicht alle auf den Kopf gefallen. Aber der Mensch erklärt dir mit voller Begeisterung, also ich habe in keiner Minute unserer Gespräche, und das waren einige, ein schlechtes Gefühl bei ihm gehabt. Also wirklich ein sehr sympathischer Mensch. Und der hat einfach gesagt, ey, schau mal an, sie sind halt eher auf Aktien. Ne? Sie sind eher auf Aktien als wir auf Kryptos, aber sie haben auch Kryptos. Also ihr seht, Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien und so weiter. Und die, er war halt immer so geil auf die Aktie von Amazon und so weiter. Er hat gesagt, hey, ne? Fand ich recht lustig. Ich bin aber eher so der Kryptomensch. Und was man bei ihnen machen kann, man kann hebeln. Bei manchen Sachen mehr, bei manchen Sachen weniger. Das erklären sie auch aber dann praktisch. Ihr setzt einen Hebel, dann könnt ihr umso schneller Gewinne generieren, aber natürlich auch umso schneller verlieren. Ist natürlich eure Sache. Ist zum Spielen. Sagen wir so, es ist einfach zum Spielen. Nicht zum Hodeln. Wir legen jetzt an und lassen ihn da liegen. Für das könnt ihr wirklich Bitband ausgezeichnet nehmen, weil da, ja, da liegt's. Da ist, boom, fertig, ne? Und da so Bitcoin, also die Balance ist echt auch schnell. Und hier habe ich einfach das Gefühl, man ist verdammt gut aufgehoben. Es ist einfach immer jemand da. Wenn du zu dem sagst, du telefonier mal am Dienstag um 20 Uhr, der ruft dich um Dienstag um 20 Uhr an und sagt, du, wie schaut's aus, was können wir machen, wie können wir helfen, mach mal das und das, probier mal das und das, mach mal dies und jenes. Und das fand ich sehr geil, weil man hat echt ein gutes Gefühl, muss ich echt sagen, man hat ein gutes Gefühl, was hinter dieser Seite genau steckt, du, frag mich nicht, ne? Frag mich nicht. Ich sage nur meine Erfahrungen, ich hatte mit keinen der drei Seiten schlechte Erfahrungen gemacht. Nur eben, hier kam mir das Support extrem gut vor. Also wirklich, der hat sich dahinter gekniet und mir echt weitergeholfen und mir auch viel gelernt zum Thema Hebeln und so weiter und so fort. Und eigentlich sehr geil. Also Leute, wie gesagt, meldet euch einfach an, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr den einen oder anderen Euro auf Seite habt. Meldet euch einfach an. Das Prozedere ist ein bisschen heftig, aber natürlich, wir sind aktuell noch Pioniere. Was da einsteigen und bis die große Masse reinkommt, dauert es noch ein bisschen, aber es werden immer mehr. Ich habe ein gutes Gefühl bei der ganzen Krypto-Sache, aber natürlich ist das nur mein Gefühl. Diese Videos sind nur Entertainment, Leute. Bitte recherchiert selbst, welcher Seite ihr Geld anvertraut und welcher nicht, ob ihr Geld investieren wollt oder nicht, und bitte immer nur dieses Geld investieren, was euch wurscht ist zu verlieren. Wenn ihr einen Tausender auf Seite habt und sagt, du, ich probier's, ihr habt ein gutes Gefühl und ihr macht aus den Tausender 2000, geil. Sollte der Tausender aber runtersacken und ihr kriegt bei 700 Euro kalte Füße und steigt aus und verliert dadurch 300 Euro, ja, rechnet damit, Leute. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel mit Geld. Und setzt kein Geld, was ihr nicht bereit seid zu verlieren. Weil man kann nicht nur gewinnen, Leute. Aktuell ist der Pullmarkt, aktuell geht's relativ gut nach oben. Aber vergesst nie, Leute, setzt nur Geld, was ihr bereit seid zu verlieren, weil wenn ihr die nächste Miete setzt und das geht runter, dann habt ihr keine Miete und dann setzt ihr auf der Straße. Und dann braucht niemand zu mir kommen und sagen, ja, hey, du hast aber gesagt. Nee, nee, hat er nicht gesagt, Leute. Recherchiert selbst, schaut selbst, was ihr macht, aber es geht ganz einfach, anmelden, alles, also, ne, sowas easy und dann machen. Kann ich euch empfehlen, so mache ich's. Ich empfehle gar nichts. Ich will gar nichts, Leute. So mache ich's.
Und mit diesen drei Seiten habe ich bis jetzt echt gute Erfahrungen gemacht, nirgendwo negative Erfahrungen gemacht. Und deshalb kann ich ruhigen Gewissen sagen, du, da kann man mal reinschauen. So sage ich jetzt mal, ne? Aber das war es auch von meiner Seite. Ich hoffe, das war jetzt nicht schon wieder zu lang, aber über das Thema kann man richtig ausführlich werden. Aber gut, ne? Es war mir eine Ehre. Habe ich die Ehre. Macht's gut und ciao.